Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einführung in React von The Native Web und zum heutigen Thema React State mit mir, wie immer, David Losert, Software Engineer. Das heutige Thema ist wieder ein ganz besonderes Thema, denn mit React State stelle ich euch heute den zweiten fundamentalen Baublock einer React-Applikation vor und den ganz wichtigen Baublock von React, denn mit React State hauchen wir unserer bisher sehr statischen Applikation endlich Leben ein. Und machen das mit einer React-Applikation, für das sie eigentlich gemacht ist, nämlich wir verarbeiten Events und Interaktionen und wir haben bewegende Elemente, wir verändern unseren DOM. Das, was eben eine Applikation von einer statischen Website unterscheidet, das ermöglichen wir heute mit React State. Und dementsprechend freue ich mich ganz besonders auf diese Folge, es ist was ganz Besonderes. Und das Ziel ist demnach auch heute, dass wir die Funktionsweise von React State zur Dynamisierung unserer App kennengelernt und auch implementiert haben. An dieser Stelle nehme ich gleich vorweg, React State ist ein sehr komplexes Thema und dementsprechend habe ich diese Folge eigentlich zweigeteilt. Heute geht es, wie gesagt, hauptsächlich um die Funktionsweise. Also wir schauen uns erstmal an, wie funktioniert das Ganze, wie ist das in React umgesetzt. In der nächsten Folge wird es dann ein wenig theoretischer und um die dahinterliegenden Konzepte gehen. Dazu aber nachher auf der letzten Folie nochmal mehr. Jetzt erstmal von der Zukunft in die Vergangenheit. Was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben in der letzten Folge ja Webpack als Entwicklungstool eingesetzt und es dazu verwendet, uns eine etwas bequemere Dev-Umgebung aufzusetzen. Ich springe nochmal kurz auf die Visualisierung. Webpack hat uns Babel als Haupt-Build-Tool ersetzt und auch unser Server als einen statischen lokalen Webserver. Und wir nutzen nun eben Webpack CLI. Solltet ihr die letzte Folge übersprungen haben oder wollt ihr weiter auf Babel und Server setzen, ist das nach wie vor kein Problem. Das funktioniert auch weiterhin. Ich werde ab sofort in den Folgen allerdings jetzt mit Webpack arbeiten. Wir haben ebenfalls in der letzten Folge, in der Vollständigkeit halber, dann React und React DOM auch per NPM installiert und eingebunden und ebenso CSS per Import Statements in React Components hineingeholt, um sie noch näher, um das CSS und das Styling noch näher an die Komponenten zu führen. So, in dieser Folge geht es nun eben um React State und ganz konkret wollen wir heute React State implementieren und eben zur dynamischen Veränderung einer Website einsetzen. Dynamische Änderung bedeutet zur Laufzeit. Und wir werden uns heute mit React Lifecycles auseinandersetzen, die zum Initiieren und Aufräumen von Update-Intervallen verwendet werden. Was das genau bedeutet, sehen wir dann im Laufe der Folge und werden es natürlich auch hands-on erleben. Hands-on ist wieder das Stichwort. Wie jede Folge ist auch diesmal wieder mitmachen erwünscht. Bitte programmiert alle Beispiele nach, denn ich glaube fest daran, dass das beste Learning das praktische Learning ist und je mehr ihr hands-on mitarbeitet, desto besser werdet ihr ein Verständnis für React entwickeln. Soviel zum Intro. Legen wir einmal los mit React State und vielleicht zuvor erstmal mit der Begriffserklärung, was ist State eigentlich? State in meiner Definition ist der veränderbare Zustand einer Applikation zum Zeitpunkt X. Da stecken zwei wichtige Dinge drin, nämlich der veränderbare Zustand, das heißt State sind die Objekte oder die Variablen innerhalb einer Applikation, die sich tatsächlich zur Laufzeit verändern. Das heißt, das unterscheidet sie so ein wenig von Konfigurationen. Und zum Zeitpunkt X, was einfach anzeigt, der State zum aktuellen Zeitpunkt muss nicht der State zum Zeitpunkt plus 1, also der State in einer Sekunde sein. State ist immer mit einem Zeitpunkt verbunden. Was heißt nun Zustand oder was ist Zustand im Frontend? Im Wesentlichen sprechen wir im Frontend vom Zustand von der Darstellung und den Inhalten der Applikation, die wir da programmieren. Das heißt, was wird gerade im Screen dargestellt? Was sehen wir gerade auf der Website? Das ist der State bzw. die Spiegelung des States, je nachdem. Und dieser State verändert sich eben. Wir haben verschiedene Events oder verschiedene Komponenten, die eine Veränderung des States auslösen. Und das sind Dinge eben wie User-Interaktionen. Also ein User gibt etwas in ein Textfeld ein, dann verändert sich das Textfeld oder ein User drückt auf einen Button und dabei wird eine Sidebar ausgefahren. Das sind alles solche Veränderungen. API-Antworten, also wir fragen den Content oder die Inhalte eines Blogbeitrags von einer API, von einem Webserver ab, von einem Server oder Webserver ab und bekommen die Inhalte, diese werden dann dargestellt. Das sind alles Beispiele, die eben eine Veränderung des Zustands, eine Veränderung des States auslösen. Jetzt wissen wir, dass React
datengetrieben und JavaScript first ist. Das haben wir in der ersten Folge gelernt. Das heißt, anders als in klassischen HTML oder in klassischen Web-Applikationen ist der Zustand oder der aktuelle Zustand in React nicht bestimmt über das, was tatsächlich im HTML steht, sondern er ist darüber bestimmt, was in den JavaScript-Objekten von React steht. Und React kümmert sich dann für uns darum, diese JavaScript-Objekte oder die Inhalte dieser JavaScript-Objekte mit dem DOM über den Umweg Virtual DOM zu synchronisieren. Das heißt, entwickeln wir eine React-Applikation, auch das haben wir gelernt, verändern wir ja den DOM, das HTML, nie direkt, sondern eigentlich immer nur über die Veränderung von JavaScript. Und das macht React an sich auch so bequem. Und die Objekte, die eine solche Veränderung bewirken, beziehungsweise die eine Synchronisation darstellen und die uns erlauben, etwas ins HTML zu bringen, da haben wir zwei schon kennengelernt. Das sind nämlich die JSX-Variablen, also alles, was wir in geschweiften Klammern in JSX von JavaScript in den DOM überführen. Und es sind Props. Props, die wir das vorletzte Mal kennengelernt haben, als Parameter zwischen zwei React-Komponenten. Was ich euch aber bisher nicht gesagt habe und was nun zum Problem wird, wenn wir von veränderbarem Zustand sprechen, JSX-Variablen und Props sind tatsächlich statisch. Das heißt, im Lebenszyklus einer Komponente sind Props und JSX-Variablen nur initial gesetzt und werden auch nur initial ausgelesen. Und dementsprechend sind Props auch read-only. Das werden wir gleich hands-on nochmal sehen. Das bedeutet, eine direkte Veränderung von Props verändert das HTML erstmal nicht, oder mit anderen Worten, mit den Worten von React, die Render-Funktion wird bei einer Veränderung von Props oder JSX-Variablen nicht einfach automatisch erneut aufgerufen. Das heißt, unsere bisher bekannten Variablen und Konzepte helfen uns nicht dabei, unsere Applikation zu dynamisieren. Und das beweise ich euch jetzt auch, dass ich nicht lüge. Dazu gehen wir in die Applikation vom letzten Mal und ganz genau in die Headline-Komponente. Ich mache das mal noch ein bisschen kleiner, das sollte reichen. Und wir werden einmal zum Test des Props einfach zur Laufzeit verändern. Und dazu zeige ich euch jetzt ein erstes neues Konzept der heutigen Folge, nämlich den Konstruktor. Der Konstruktor ist die initiale Funktion einer Klasse, die aufgerufen wird, wenn die Klasse, in diesem Fall die Komponente, instanziiert wird. Also der Konstruktor wird immer einmal beim Instanzieren der Klasse aufgerufen. Was man in React immer beachten muss, der Konstruktor bekommt immer die aktuellen Props als Parameter und diese Props sollte man über die Superfunktion immer auch weitergeben. Das bewirkt einfach, dass Komponenten, die die Headline implementieren, beziehungsweise auch die Basisklasse von React, auch Zugriff auf die Props bekommt. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Das ist ein gängiges Pattern, das werdet ihr in jeder React-Komponente, die ihr als Konstruktor habt, werdet ihr genau dieses Pattern und diesen Aufruf als allererstes sehen. So, wie verändern wir nun eine Komponente zur Laufzeit? Dort bedienen wir uns einem Feature von JavaScript, das sich Timeouts nennt oder auch SetTimeout. SetTimeout ist eine Funktion, die zwei Parameter erwartet. Zum einen eine Funktion. Wir nutzen hier eine sogenannte Arrow-Function oder eine anonyme Funktion, die sich einfach in diesem Pattern darstellt. Das ist eine Funktion. Und SetTimeout erwartet einen Integer oder eine Number, welches die Zeit in Millisekunden darstellt, bis React die übergebene Funktion aufrufen soll. Machen wir hier einfach mal 2000 Millisekunden, das sind 2 Sekunden. SetTimeout sorgt nun also dafür, dass nach 2 Sekunden diese Funktion hier aufgerufen wird. Und diese Funktion wird auch sogenannt asynchron aufgerufen. Falls euch asynchron noch kein Thema ist, will ich das auch nur ganz kurz vorstellen. Ich empfehle euch aber, da nochmal nach zu googeln und Blogbeiträge zu lesen, was asynchrones Programmieren in JavaScript bedeutet. Denn das ist ein ganz wichtiges Konzept, was sich im Laufe dieser Videoserie, aber generell auch bei JavaScript immer wieder zeigen wird, mit dem ihr immer wieder zu tun haben werdet. Asynchron heißt, dass die Funktion nicht sofort und auch nicht in der scheinbar intuitiv erscheinenden Reihenfolge ausgeführt wird. Und um euch das zu verdeutlichen, arbeiten wir jetzt einfach mal mit Console-Statements, die wir uns dann anschauen. Wir haben hier ein Console-Log-Start, hier ein Console-Log-Middle und nach dem Aufruf von Set-Timeout
ein Console-Log-End. Lesen wir den Code imperativ und synchron, würden wir erwarten, dass die Konsole Start, Middle, End loggt. Doch das wird sie nicht. Sie wird stattdessen Start, End und nach 2 Sekunden Middle ausführen, eben weil die Funktion in SetTimeout asynchron, das heißt nachgelagert, ausgeführt wird. Das können wir uns auch anschauen, indem wir die Applikation noch einmal kurz starten. Sie dann entsprechend aufrufen. Das habe ich hier schon mal getan. Und wenn wir nun in die Konsole schauen, sehen wir, dass ich nicht gelogen habe. Es wird hier erst Start, dann End aufgerufen. Das Ganze dreimal, weil wir die Headline-Komponente dreimal in der Applikation instanziert haben. Und nach 2 Sekunden wird dreimal Middle aufgerufen. Das ist also die Art und Weise von asynchroner Funktionsweise. Und wir werden nun asynchron in SetTimeout eben einmal versuchen, die Props anzupassen, um letztendlich hier eine Veränderung zu erwirken von dem, was im DOM dargestellt wird. Und das machen wir, indem wir einfach this props headline auf einen statischen Wert setzen. Welcher ist uns egal. Ich lasse mal das Console-Log-Statement hier, damit ihr auch den Beweis habt, dass die Funktion tatsächlich ausgeführt wird. Wenn wir zurück zur Applikation springen, die Seite auch einmal neu laden, damit ihr tatsächlich seht, dass hier nichts passiert, sehen wir, dass nichts passiert. Die Headline bleibt bei dem initialen Wert, sie wird nicht zu statischer Wert und React schmeißt auch einen Fehler, dass es an diese Read-Only-Property Headline, also dass diese Read-Only-Property nicht verändert werden darf. Womit ich euch nun bewiesen habe, Props in React sind Read-Only, das heißt, ihr könnt sie nicht hernehmen, um dynamisch auf der Website etwas zu verändern. Glücklicherweise lässt uns React nicht im Regen stehen, sondern ermöglicht uns diese Veränderung selbstverständlich und hier kommt nun React State ins Spiel. Was ist React State? React State ist letztendlich ein Objekt in der React Component Basisklasse, das uns die React Components Basisklasse zur Verfügung stellt, welches wir eben setzen können, wie wir wollen und welches wir über SetState manipulieren können. Und über die Manipulation von SetState bekommt React eine Veränderung des States mit und wird die Render-Funktion für uns erneut aufrufen. Gehen wir hier mal das Beispiel durch. Wir haben hier wieder den Konstruktor, den wir gerade eben schon gesehen haben, der eben mit diesem Pattern SuperProps immer aufgerufen wird. Und in diesem Konstruktor setzen wir einen initialen State, einfach ein einfaches JavaScript-Objekt, MyKeyInitialState. React wird dann, nachdem der Konstruktor aufgerufen wurde, irgendwann die Render-Funktion aufrufen und dementsprechend hier dieses p-Tag zur Anzeige bringen. Und dieses wird dann eben thisStateMyKey, in diesem Fall initialState, für uns rendern. Und im p-Tag, in dem Text, wird dann initialState stehen. Wenn wir diesen Text nun verändern wollen, müssen wir eben mit der Funktion setState arbeiten. Dazu gibt es hier eine Funktion changeState, die ist einfach nur mal beispielhaft, die irgendwoher aufgerufen werden kann, sobald diese Funktion changeState aufgerufen wird, wird myKey, also dieses State-Objekt, auf einen neuen Value, in diesem Fall myNewValue, gesetzt, was dann zur Folge hat, dass React die Render-Funktion erneut aufrufen wird. Und wenn wir nun thisStateMyKey auslesen, ist es eben nicht mehr initialState, sondern myNewKeyValue und dementsprechend würde hier myNewKeyValue zur Anzeige gebracht. Wir können uns dieses Zusammenspiel aus State und SetState in der React Component Basisklasse so vorstellen, wie ich das hier sehr, sehr vereinfacht dargestellt habe. Das ist die React Component Basisklasse, die eben eine Funktion SetState hat. Diese bekommt einen neuen State, setzt diesen dann auf das thisState-Objekt und führt dann einfach die Render-Funktion aus, um gegebenenfalls diesen neu verwendeten State neu zu rendern. Das heißt, wenn wir nochmal einen Schritt zurückspringen und das im Hinterkopf behalten, hier setzt für uns React this state auf myKeyNewValue und dementsprechend wird das hier beim zweiten Render, beim zweiten Aufruf von Render angepasst und React sorgt dann für uns dafür, dass das auch mit dem DOM synchronisiert wird. Ganz wichtig an dieser Stelle, auch das werden wir heute nachher nochmal sehen, das ist nicht die tatsächliche Implementierung der React-Basisklasse. Das ist nur ein sehr vereinfachtes Modell, das uns jetzt erstmal nur als mentales Modell dienen soll, als Gedankenstütze. Für jetzt könnt ihr euch
die Funktionsweise von SetState tatsächlich erstmal so vorstellen. Das hilft hoffentlich dem Verständnis. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, ich kenne Props, wozu brauche ich jetzt State, beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen Props und State? Und der Unterschied liegt eigentlich im Ziel, den die beiden Funktionen oder die beiden Komponenten einer Rig Component verfolgen. Das Ziel von Props ist ja eigentlich nur die Übergabe von Daten an Kind-Komponenten. Das heißt, wir haben eine Parent Component. In unserer Applikation war das beispielsweise Message. Und über die Props übergeben wir Daten an eine Kind-Komponente Headline. Und dementsprechend werden Props auch über direkte Zuweisungen innerhalb der Properties eines HTML- oder CSX-Elements gesetzt. Das Ziel von State ist ein anderes. Wie wir gerade schon gelernt haben, dient State der Verwaltung von veränderbaren und der Reaktion auf veränderte Daten. Das heißt, Props statisch, State ist für die Veränderung innerhalb einer Komponente da und wird dann eben über die Funktion setState gesetzt und nicht über eine direkte Zuweisung. Ausgenommen ist die initiale Zuweisung, dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Und es erlaubt uns so, über das Setzen der Funktion, dass React auf eine Veränderung von Daten mit dem erneuten Aufruf von Render und dementsprechend mit der Synchronisation zwischen JavaScript-Objekten und HTML-DOM reagiert. Und Props und State sind dementsprechend natürlich nicht irgendwie zwei Konzepte, die sich gegeneinander ausspielen oder wo man sich entscheiden muss, sondern sie spielen eigentlich zusammen. Und man kann sich vorstellen, dass Props der Kanal sind, durch den State zu Kind-Komponenten fließen kann. Das werden wir heute nicht mehr 100% erleben, aber in der nächsten Folge, vor allem wenn es nochmal um die Konzepte geht, werde ich euch gerade bei State Uplifting zeigen, was genau das bedeutet. Für jetzt macht euch einfach den Unterschied über die Ziele dieser beiden Konzepte klar. So, wir haben aber lange genug geredet, wollen wir nun hands-on React den State einmal im Praxiseinsatz erleben. Und dazu werde ich heute tatsächlich eine neue Applikation aufsetzen. Und das machen wir jetzt einfach mal zur Übung von Anfang an. Das heißt, wir gehen hier aus dem Verzeichnis Einführung in React raus. Ich mache mir ein neues Verzeichnis, das ich nenne React State. In dieses gehe ich rein und führe uns, wir erinnern uns, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge haben wir das kennengelernt, über npm init die Initialisierung einer npm oder eines npm Package JSON aus. Package Name an dieser Stelle ist React State. Wir können uns eigentlich bei den Defaults belassen. Description ist Einführung in React State. Entry Point lassen wir. Auto bin erstmal ich, so wie Closed. Und die Lizenz nehmen wir hier einfach MIT. Das könnt ihr aber im Prinzip alles bei den Defaults lassen. Das tut jetzt hier nichts zur Sache. Dann, um eine React-Applikation zum Laufen zu bringen, brauchen wir natürlich React und werden dementsprechend React und React DOM beides installieren. React DOM eben zur Synchronisation mit dem Original DOM. Und für unsere Website, für unsere Dev-Umgebung brauchen wir ein paar Tools, die wir das letzte Mal kennengelernt haben. Und das sind diese ganzen hier, die ich schon mal vorgefertigt habe. Wir haben Webpack und den Webpack Dev Server und die Webpack CLI. Webpack CLI zur Interaktion mit Webpack, der Webpack Dev Server, um uns einen lokalen Webserver zu starten. Wir brauchen den Babel Loader, damit Webpack JSX-Dateien verarbeiten kann. Wir brauchen das HTML Webpack Plugin, damit wir unsere Index.html entsprechend in Webpack und im Webpack Dev Server verarbeiten können. Und dann brauchen wir noch den Babel Core und Babel Preset React für die Funktionsweise und die Kompilierung von JSX-Dateien. Ist eine ganze Menge. Wir sehen auch jetzt, wie schnell man ganz viele Bibliotheken mit Webpack zum Laufen benötigt. Wenn man diese aber mal kennt, ist das alles nur noch halb so wild. Wir nutzen hier wieder das Save Dev Flag, um zu sagen, das brauchen wir nur während der Entwicklung und nicht während der Laufzeit unserer Applikation. Das führen wir aus, das dauert dann einen kurzen Moment. Das dauert vielleicht einen längeren Moment. Dann nutzen wir kurz die Zeit und öffnen das Ganze schon mal in unserem Editor über File Open. Gehe ich nun hier in meinen entsprechenden Ordner und habe hier den Ordner React State und öffne diesen. Als nächstes können wir nun erstmal einen neuen Ordner anlegen, nämlich Source, in dem unsere Source-Dateien wandern.
Dann legen wir unsere Index.html einmal an. An dieser Stelle ein liebes Dankeschön an Nico, der mir auf YouTube den Tipp gegeben hat, dass man ein Index.html in Visual Studio Code relativ einfach mit HTML:5 anlegen kann und kriegt hier eine Boilerplate eines funktionierenden und validen HTML5 Dokuments. Dem Ganzen geben wir einen Titel, nehmen wir jetzt heute einfach mal React State und wir bereiten schon mal den Einstiegspunkt für unsere React-Applikation vor, indem wir hier eine die My React Application geben. Als nächstes die index.jsx als Einstiegspunkt oder JavaScript-Einstiegspunkt unserer React-Applikation. Auch die wollen wir in unseren Sources haben. Hier brauchen wir einmal React und wir brauchen React DOM als Import. Und als nächstes brauchen wir ja noch unsere Applikation, die wir starten. Import App. From App. App. Die existiert noch nicht, die wollen wir jetzt auch direkt anlegen. In einem Ordner App. Legen wir die Datei app.jsx einmal an. Und hier arbeiten wir mit Export, um eben diese neue Klasse, die wir nun anlegen, nämlich unsere App, auch entsprechend verfügbar zu machen. Wie immer bei einer React Component müssen wir die React Basisklasse erweitern. Brauchen mindestens mal eine Render-Funktion, die uns eben ein JSX-Element zurückgibt. Fangen wir hier einfach mal mit einem H1, klassischerweise Hello World an. Und um initial etwas zur Anzeige zu bringen und unsere React-Applikation zu starten, nutzen wir die react-dom.render-Funktion, die als erstes Argument dann unsere App-Komponente entgegennimmt und als zweites ein Query-Selector. Entschuldigung, also ein HTML-DOM-Query-Selector, wo wir eben die ID, die wir hier verwendet haben, MyReactApplication, kopieren und entsprechend an dieser Stelle einfügen. Dann schauen wir mal, ob unsere Installation durchgelaufen ist. Diese Errors könnt ihr ignorieren, das passiert bei mir auf dem Mac. Falls ihr einen Mac nutzt, kann das auch bei euch passieren. Ignoriert das. Die Installation hat trotzdem funktioniert an dieser Stelle. Was wir nur noch brauchen, ist einmal unsere Babel-Konfiguration und unsere Webpack-Konfiguration. Und weil die sehr aufwendig sind und ich jetzt nicht unnötig Zeit verschwenden will, werde ich die einfach aus dem alten Projekt kopieren. Nämlich aus Einführung in React werde ich einmal die Babel-Config.json hier reinkopieren und ebenso die Webpack-Config in das Verzeichnis reinkopieren. Und das sollte es auch schon gewesen sein. Wenn wir nun npm start ausführen. Ach, nein, das npm start müssen wir noch definieren. Das machen wir hier in Scripts. Definieren wir start und werden einfach den Webpack Dev Server verwenden, um uns einen Dev Server zu starten. Falls ihr nach wie vor hier rein natürliches Babel und Server einsetzt, müsst ihr das start Command entsprechend auf Server setzen. Jetzt aber npm start. Jetzt kriegen wir hier noch einen kleinen Error. Er kann app nicht resolven. Schauen wir uns das kurz an. Genau, wir müssen hier einen relativen Pfad angeben. Das Ganze jetzt nochmal neu starten, sollten wir jetzt aber eine funktionierende Applikation. Jawohl. Wenn wir jetzt die Seite laden, ist React nicht defined. Ich weiß auch schon wieder warum. Hier ein bisschen Trial and Error. Wir müssen, das haben wir auch das letzte Mal gelernt, auch wenn wir React, na gut, hier haben wir es explizit als Abhängigkeit. Wir haben bei jeder Komponente React als Abhängigkeit. Dementsprechend müssen wir es auch überall importieren. Das heißt Import React vom React. An dieser Stelle genügt, um den Fehler zu beseitigen und eine lauffähige Applikation zu haben, die jetzt erstmal Hello World ausgibt. So, zurück zu State, nachdem wir nun eine lauffähige Applikation aus dem Nichts aufgebaut haben. Wir wollen nun also State verarbeiten. Und fangen wir vielleicht mal an, initial den State zu setzen und ihn in der Render-Funktion auszulesen.
Und um den State zu verdeutlichen, legen wir uns noch eine weitere Komponente an, die wir heute nennen Image Changer. Denn was ich heute mit euch implementieren will, ist eine Komponente, die mehrere Bilder entgegennimmt und diese Bilder nach einem gewissen Intervall, wir nehmen mal alle 2 oder alle 3 Sekunden, für uns verändert und so ein neues Bild jedes Mal zur Anzeige bringt. Ist einfach ein gutes Beispiel, damit man sieht, dass tatsächlich etwas passiert. Und diese Komponente nennen wir eben Image Changer. Auch an dieser Stelle, bevor wir es vergessen, Import React from React und Export Image Changer als Komponente. Da gilt noch das Class Statement. Wie immer müssen wir React Component erweitern. Wir brauchen wieder eine Render-Funktion, die etwas zurückgibt. An dieser Stelle fangen wir jetzt mal mit einem H1-Tag auch wieder an, damit wir sehen, dass etwas zur Anzeige gebracht wird. Wir nennen das Ganze Image Changer. In unserer App JSX importieren wir nun unseren Image Changer. Und statt Hello World nutzen wir nun den Image Changer und wenn alles funktioniert hat, sollte nun Image Changer in unserer Applikation stehen und das tut es auch. Bringen wir nun also initial State einmal zur Anzeige. Dazu nutzen wir, wie im Beispiel vorher gesehen, den Konstruktor. Ich zeige euch auch ganz kurz, was passiert, wenn wir im Konstruktor die Props und des Superprops nicht machen. Wenn wir hier also direkt this State einsetzen und beispielsweise jetzt erstmal als ein Testobjekt übergeben, dann ist React so freundlich und wird uns das auch mit einer Fehlernachricht quittieren und sagt hier auch für uns must call superConstructor in the right state class. Das ist ein Indikator dafür, dass wir tatsächlich Superprops vergessen haben und das auch aufrufen müssen. Das heißt, es kann euch fast nicht passieren, dass ihr das nicht einbaut, denn React wird euch entsprechend darauf hinweisen. Sobald wir das aber wieder einfügen, rendert unsere Komponente wieder ganz normal. So, und hier haben wir jetzt einen State gesetzt, den wir entsprechend im HTML auch oder in der Render-Funktion auch auslesen wollen. Das machen wir wie immer über die geschweiften Klammern. Und hier können wir nun eben einfach auf this.state.test zugreifen und erwarten nun, dass in der Überschrift in der H1 auch Test steht. Und das tut es. Wunderbar. Jetzt wollen wir das Ganze dynamisieren. Wir wollen es zur Laufzeit verändern. Und wie machen wir das? Dazu nutzen wir eine weitere JavaScript-Funktion. Vorher habt ihr setTimeout kennengelernt. setTimeout als Funktion, die nach einer gewissen Zeit eine Funktion aufruft. setInterval macht im Prinzip das Gleiche, nur dass sie die Funktion nicht nur ein einziges Mal aufruft, sondern kontinuierlich, bis wir das Intervall irgendwann stoppen oder löschen. Aber vom Aufbau ist es das Gleiche. Es erwartet als ersten Parameter eine Funktion und auch hier nutzen wir wieder eine sogenannte Arrow-Function und als zweiten Parameter eine Number in Milliseconds. An dieser Stelle nehmen wir mal 3 Sekunden. Und innerhalb dieses Intervalls können wir nun Veränderungen vornehmen. Und wir können nun eben über this set state die Testvariable entsprechend anpassen und sagen, ich wurde verändert. Und was nun passieren wird, sobald ich speichere, die Applikation wird neu geladen und nach 3 Sekunden wird aus dem Test ein Ich wurde verändert. Schauen wir uns das Ganze an. Zack. Und das hat schon funktioniert. Wir haben nun also tatsächlich über this set state eine Veränderung der Applikation erwirkt. An dieser Stelle eben der Hinweis, State direkt zu setzen, so wie wir das von Props oder anderen Dingen kennen, funktioniert nur beim initialen Setzen des State, ist beim initialen Setzen auch empfohlen, funktioniert aber dann nach dem initialen Setzen nicht mehr. Dementsprechend eine direkte Zuweisung von this State sollte tatsächlich nur im Konstruktor einer Klasse erfolgen, denn der Konstruktor wird definitiv immer vor der Render-Funktion ausgeführt. Jede weitere Veränderung von this State sollte eben oder muss über die Funktion setState erfolgen, da React sonst eben eine Veränderung gar nicht mitbekommt und die Render-Funktion entsprechend nicht für euch aufrufen kann. So, nun habe ich euch aber
einen Image Changer versprochen. Das heißt, wir wollen ja tatsächlich Bilder zur Anzeige bringen und diese Bilder dann nach einem Time-Intervall, eben hier jetzt mal 3 Sekunden, miteinander austauschen. Und dazu sollten wir uns als allererstes mal 3 Bilder aussuchen. Und dazu bereite ich erstmal kurz was vor, nämlich ein Images Array. Dort werden wir unsere Bilder vorhalten, beziehungsweise die URLs auf unsere Bilder. Und dazu nutzen wir Objekte, die einmal eine Source, also die URL auf das Image haben und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, einen sogenannten Alt-Wert bzw. Alternative Text. Dieser Alternative Text wird zum einen angezeigt, falls das Bild aus irgendeinem Grund nicht geladen werden kann. Viel wichtiger jedoch ist, dass dieser Alternative Text bei Screenreader oder bei der Verwendung von Screenreadern vorgelesen wird. Und so macht ihr eure Website unter der Verwendung von Alt auch für behinderte Menschen accessible. Man spricht von Accessibility. Denn jemand, der nicht das Glück hat, wie wir, mit seinen Augen sehen zu können, hat dann, wenn Bilder auf eurer Website sind, erstmal von der Website nichts. Außer wenn ihr mit einem Alt-Tag die Bilder entsprechend beschreibt, dann ist das auch zugänglich für jemand, der eben nicht sehen oder nicht so gut sehen kann. Und dementsprechend will ich hier von Anfang an mit Accessibility-Methoden arbeiten, weil ich das sehr wichtig finde, dass das Web ein zugänglicher Ort für alle ist. So, nachdem wir nun unser Images Array vorbereitet haben, brauchen wir tatsächlich auch Bilder. Und diese hole ich mir einfach mal ganz frech von freeimages.com. Da können wir uns dann irgendwelche Bilder aussuchen, die wir wollen. Nehmen wir beispielsweise das hier, sieht doch ganz schön aus. Können wir entsprechend die Bildadresse kopieren, das ist dann einfach die URL und fügen diese in unsere Applikation unter Source einmal ein. Und was sehen wir auf dem Bild? Sagen wir mal, uns jetzt nicht zu lange auseinandersetzen, mit einem Sonnenuntergang über einem See. Vollständigkeit halber suchen wir uns noch 2 weitere Bilder aus. Wir nochmal zurück, schauen wir, was wir noch Schönes finden. Nehmen wir das, das sieht auch schön aus. Auch hier tun wir die Bildadresse kopieren. Und, ups, Entschuldigung. Zurück in den Editor, da wollte ich hin. Setzen hier die neue Bildadresse und setzen auch entsprechend hier eine Beschreibung. Eine Straße an einem Feld mit einer Regenwolke. Und dann nehmen wir uns noch ein 3. Bild her. Und da können wir zum Beispiel dieses hier nehmen. Ein Schmetterling auf einer Blumenwiese. Auch hier kopieren wir die Bildadresse nochmal. Fügen das entsprechend ein. Und nutzen auch hier die Beschreibung. Ein Schmetterling auf einer Blume. So, nun haben wir unsere 3 Bilder. Dann gehen wir mal weiter, dass wir mal überhaupt erst ein Bild zur Anzeige bringen. Wir löschen dazu hier unser H1-Tag, das brauchen wir nämlich nicht mehr länger. Wir picken uns ein initiales Bild aus dem Images-Array raus, nehmen wir einfach mal das allererste und bringen das hier über Image, über das Image-Tag mit dem Source. CurrentImage.source und mit dem Alt-Text CurrentImage.alt entsprechend zur Anzeige. Wenn wir nun hier auf unsere Seite gehen, sehen wir, dass wir das Bild einmal gerendert haben. Jetzt müssen wir das aktuell zu rendernde Bild aber natürlich nicht statisch auslesen, sondern anhand unseres States, denn wir wollen ja den State verändern und somit auch das Bild. Das heißt, wir verändern hier einmal unseren State. Dazu ändere ich mal das oder lösche ich das SetState, damit wir hier nicht in einen Fehler laufen. Und wir sagen mal, dass wir in unserem State den ImageIndex vorhalten. Denn wenn wir den ImageIndex nach oben zählen von 0, 1, 2, 3, dann können wir durch das ImagesArray entsprechend navigieren. Und wenn wir dann hier, sehen wir auch schon, wir haben zweimal die 0 statt dem statischen Wert 0 hier, this state image index verwenden, das Ganze auch nochmal speichern, funktioniert unsere Applikation nach wie vor.
Auch an dieser Stelle ein kleiner Tipp. Ich bin ein großer Fan von so kleinen oder so klein wie möglichen inkrementellen Anpassungen von Code, die zum Ziel führen, dass man immer in einem gesicherten, lauffähigen Zustand ist. Ich hätte hier jetzt auch direkt alles von vorne nach, von oben nach unten runter coden können. Aber da tendiert man dann sehr schnell dazu, ganz viele Fehler zu machen und viel debuggen zu müssen und rausfinden zu müssen, wo der Fehler liegt. Wohingegen, wenn man hier Stück für Stück vorgeht und immer wieder einen stabilen Zustand in seiner Applikation herstellt, man einfach sicherer unterwegs ist und Fehler vermeidet. So, nachdem wir nun in der Render-Funktion tatsächlich völlig dynamisch das aktuelle Bild nur noch aus dem State auslesen, bleibt uns eigentlich nur noch übrig, diesen State entsprechend auch anzupassen. Bequemerweise haben wir hier schon diese Set-Intervall-Funktion und hier können wir jetzt einfach über this SetState diesen Image-Index immer 1 nach oben zählen. Das heißt, der Image-Index im nächsten Intervall ist der Image-Index plus 1. Und wenn wir das Ganze speichern, sollte nun nach 3 Sekunden unser Bild sich ändern. Wunderbar! Es wird jedoch jetzt zu einem Fehler kommen. Und den habe ich erwartet. React kann nun Property Source of Undefined nicht lesen und der Grund ist ganz klar. In diesem Intervall wird nun der Index konsequent nach oben gezählt und läuft irgendwann aus dem Index des Arrays raus. Denn spätestens nach der 3. Sekunde ist der Index plötzlich 4. Unser Array hat aber nur 3 Elemente und dementsprechend wird hier bei Current Image Undefined zurückgegeben und es kann entsprechend nicht mehr gelesen werden. Das heißt, wir müssen noch eine kleine Funktion implementieren, die beim Erreichen des Maximum des Image-Indexes diesen einfach wieder auf 0 setzt, damit wir so eine Art Karussell der Images haben. Und dazu lege ich uns einfach eine Funktion überhalb der Klasse an, die wir dann nennen getNextIndex. Auch hier wieder mit der Arrow-Funktion. Diese erwartet 2 Parameter. Zum einen die Images oder das Array der Images und zum anderen den Current Index. Und nun wollen wir eben, wenn der aktuelle Index die Länge des Arrays minus 1 entspricht, denn wir müssen ja bei Arrays immer von der Länge 1 abziehen, denn der Index von Arrays startet bei 0 und nicht bei 1, dann geben wir hier einfach wieder 0 zurück. Heißt, sobald der Index bei 2, 0, 1, 2 und damit beim Maximum des Arrays angekommen ist, 3 minus 1 ist dementsprechend 2, geben wir statt dem hochgezählten oder dem inkrementierten Wert wieder 0 zurück. Und in allen anderen Fällen ist es okay, wenn wir Current Index plus 1 zurückgeben. Und wenn wir nun an dieser Stelle, wo wir das Intervall setzen, eben nicht mehr den Wert statisch setzen, sondern diese Funktion einsetzen, getNextIndex, entsprechend das ImagesArray hineingeben und den aktuellen ImageIndex, dann sollten wir jetzt einen wunderbaren Loop in unserer Applikation implementiert haben. Die Seite lädt neu. Und wunderbar, das funktioniert. Nach 9 Sekunden, ist vielleicht etwas lang jetzt, wird das Array wieder von vorne begonnen und wir haben ein wunderbares Image-Karussell. Dementsprechend haben wir jetzt eigentlich schon unser allererstes Ziel erreicht. Wir haben über React State die Inhalte unserer Applikation dynamisch verändert und das haben wir nicht getan, indem wir direkt das HTML manipuliert haben, sondern tatsächlich, indem wir einfach ein JavaScript-Objekt verändert haben und React kümmert sich dann für uns darum, diese Veränderung der JavaScript-Objekte entsprechend im DOM zur Anzeige zu bringen. Das Ganze hier ist jetzt ein wenig unübersichtlich geworden. Wir könnten jetzt diese Sache noch rausziehen in eigene Funktion, nennen wir sie mal ChangeImage, in der wir eben diesen Code an dieser Stelle herausziehen, der übersichtshalber. Wir können dann hier mit this ChangeImage arbeiten. Dann ist unser Konstruktor an der Stelle oder unsere Funktion hier noch nicht so überladen. Und unsere Applikation sollte auch weiterhin funktionieren, das sehen wir jetzt. Wunderbar. Haben wir schon mal einiges geschafft. Es gibt allerdings zwei
Stolperfallen oder zwei Dinge, die ganz wichtig sind, die in Verbindung mit State schnell zu komischen Fehlern führen können, die ich euch jetzt noch vorstellen mag. Und das eine ist der Zugriff auf this state innerhalb von set state. Und das große Problem, das es damit gibt, und das haben wir ja auch gerade gemacht, wir greifen ja auch hier innerhalb von this set state auf den aktuellen State zu. Und wie gesagt, das Problem an dieser Stelle ist, dass React uns nicht garantiert, dass innerhalb von set state direkt der State synchron angepasst wird. Mit anderen Worten, this state ist innerhalb von einem setState-Statement nicht deterministisch. Das zeigt sich am besten an einem Beispiel. Wir haben hier eine React-Component, die einen initialen Counter auf 1 setzt und eine Change-Funktion, die zweimal hintereinander this setState aufruft. Wir würden nun erwarten, dass der Counter entsprechend auf 3 ist. React garantiert uns aber nicht, dass er auf 3 ist. Es könnte sein, dass der Counter eventuell tatsächlich nur auf 2 gegebenenfalls an dieser Stelle sogar immer noch 1 ist. Und der Grund hierfür ist eben, dass React this state nicht synchron, sondern asynchron verändert. Das ist dasselbe Prinzip wie dem Set Timeout vorher, wo wir Start, Middle, End nicht in der Reihenfolge gelockt haben, wird eben diese Funktion Set State oder die Veränderung des States hier an dieser Stelle eventuell erst nach dem Console-Log-Statement aufgeführt. Das ist ein wenig schwer zu reproduzieren, deswegen kann ich es euch nicht direkt anhand eines Codebeispiels zeigen, weil React meistens erst bei größeren Applikationen sich zu diesem Verhalten entscheidet. Es kann nämlich sein, dass es SetState synchron ausführt, es kann aber auch sein, dass es das nicht tut. Und zeigen tut sich das meistens erst in großen Applikationen, wo State in mehreren Komponenten wiederverwendet und dort auch manipuliert wird. Der Grund, warum React das macht es ja nicht grundlos, ist aus Performance-Gründen, eben aus dem gerade Gesagten. Es kann sein, dass viele Komponenten mit SetState eine Veränderung des DOMs erwirken wollen und damit das nicht im Millisekundenbereich ständig neu gerendert werden muss, denn wir erinnern uns, die Render-Funktion bzw. das Rendern am DOM, das ist sehr aufwendig, führt React ein sogenanntes Zusammenfassen, ein Batching der SetState-Aufrufe durch und dabei kann es dann passieren, dass ein SetState auf einem alten Stand agiert. Und um das noch mehr zu verdeutlichen, hier nochmal eine korrigierte Version der vorher schon gezeigten Darstellung der Basisklasse von React Component. Denn anders als vorher gezeigt, ist der Aufruf von SetState nicht synchron, das heißt, es führt nicht direkt this State, New State und this Render auf, sondern wir können es uns vorstellen wie in einer Timeout-Funktion, die wir vorher auch kennengelernt haben. Das heißt, dass tatsächlich this State gleich New State gegebenenfalls erst nach SetState aufgerufen wird. Wenn wir uns das jetzt anschauen und nochmal einen Schritt zurückspringen, wird dann vielleicht auch klarer, warum State alt ist. Wenn wir also hier auf this State zugreifen und dieser Aufruf den State nicht verändert, dann greifen wir hier auf genau denselben State, unveränderten State zu. Das heißt, hier ist der Counter 1, hier ist er gegebenenfalls immer noch 1, und so wird er nicht hochgezählt und wieder unseres Erwartens passiert dann nichts. Und solche Fehler sind natürlich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Und glücklicherweise lässt uns React auch an dieser Stelle nicht im Regen stehen, sondern die SetState-Funktion akzeptiert als Parameter nicht nur ein Objekt direkt zur Veränderung des State, sondern es akzeptiert auch eine Funktion als Parameter, die es für uns dann aufruft, wenn der State tatsächlich manipuliert wird. Und dieser Funktion übergibt uns React dann den wirklich und garantierten angepassten State und, weil das für die Props, das haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber für die Props auch gilt, die wirklich und garantierten angepassten Props. Das heißt, wenn wir diese Art und Weise von SetState verwenden, dann haben wir den garantiert veränderten State und dann wird garantiert deterministisch unser State auch anhand des vorherigen States angepasst. Das heißt, wenn wir zweimal hintereinander das hier aufrufen, dann wird unser Counter definitiv und deterministisch und garantiert von React auf 3 stehen. Und dementsprechend merkt euch, wenn ihr innerhalb eines SetState-Statements auf den ThisState zugreifen müsst, dann verändert die funktionsbasierte
Variante. Wenn ihr nicht auf this date in set state zugreift, dann ist die vorherige Schreibweise über das Anpassen der Objekte vollkommen okay und vielleicht sogar ein bisschen lesbarer. Auch das wollen wir jetzt entsprechend natürlich hands-on nochmal nachstellen und den korrekten Zugriff auf this state mit setState als Funktion einfach einmal implementieren. Und dann müssen wir zu dieser Stelle eben springen und hier nun statt dem Übergabe eines direkten Objekts entsprechend eine Funktion schreiben, die dann wieder den ImageIndex auch zurückgibt, also die tatsächlich den State zurückgibt. Und diese Funktion bekommen wir, wie gerade gezeigt, State und die Props, einen garantiert angepassten State auch zurück. Und das ermöglicht es uns dann hier, statt auf this State zuzugreifen, auf den State des Parameters, also auf den garantiert angepassten State zuzugreifen. Und das war es an sich schon. Wenn wir das Ganze speichern und zurück in unsere Applikation gehen, sehen wir, dass das nach wie vor funktioniert. Das heißt, für unseren Fall macht es an dieser Stelle keinen Unterschied, ob wir die Objekt oder den SetStatement als Objektparameter aufrufen oder als Funktionsparameter. Es ist aber einfach sauberer und es garantiert uns in der Zukunft, dass wir nicht in komische Fehler rennen, die wir dann nur sehr, sehr, sehr schwer debuggen und nachstellen können. So, das war das erste Problem. Ich habe vorher von zwei Problemen gesprochen. Das zweite Problem ist der Aufruf von this SetState innerhalb eines Konstruktors, beziehungsweise der Aufruf von SetState, bevor Render initial zum allerersten Mal aufgerufen wurde. Auch das kann zu komischen Effekten führen. Und auch das ist jetzt schwer zu zeigen, aber wir stellen uns einfach mal vor, dass der Intervalltimer hier runtergesetzt ist. Eine Millisekunde. Und was passiert nun? Der State wird initial auf ImageIndex 0 gesetzt. Es wird dann ein Intervall gestartet, das eben über thisChangeImage setState aufruft. Was passiert nun, wenn die Render-Funktion von React mehr als diese eine Sekunde braucht, um das initiale Bild darzustellen? Dann kann es eben zu komischen Effekten führen. Im besten Fall wird einfach direkt dem User das zweite Bild angezeigt. Das ist vielleicht noch verkraftbar. Im schlimmsten Fall kann auch das zu irgendwelchen komischen Fehlern führen, falls andere Komponenten auf den korrekten State angewiesen sind. Das heißt, wir wollen an dieser Stelle irgendeine Möglichkeit, dieses Intervall und damit SetState erst dann aufzurufen, wenn React die Komponente tatsächlich das erste Mal gerendert hat. Oder mit anderen Worten, wenn die Render-Funktion tatsächlich mindestens einmal aufgerufen wurde. Und auch da zum dritten Mal, React lässt uns nicht im Regen stehen, sondern es gibt die wunderbare Funktion von React Lifecycles. React Lifecycles sind nun auch Funktionen, die an der React-Basisklasse hängen oder die uns von der React-Basisklasse zur Verfügung gestellt werden, die eben kurz vor oder auch kurz nach der Render-Funktion aufgerufen werden. Und diese Funktion, diese Lifecycle-Funktionen lassen sich grob in drei Bereiche einteilen, nämlich einmal beim initialen Laden der Komponente, man spricht auch von Mount, das ist bevor die Komponente das allererste Mal auf den DOM gerendert wird. Dann gibt es die Gruppe der Updates, das passiert eben nach dem Aufruf von SetState, wird Render ja erneut aufgerufen und diese Lifecycle-Methoden drehen sich rund um dieses erneute Aufrufen von Render. Und die dritte Lifecycle-Gruppe ist die sogenannte Unmount-Gruppe. Und das sind, oder ist, es gibt dort nur eine Funktion, das ist die Funktion, die aufgerufen wird, kurz bevor eine Komponente aus dem DOM entfernt wird. Also sprich dann, wenn sie tatsächlich nicht mehr gebraucht wird, gelöscht wird, beispielsweise weil man in ein anderes Tab navigiert ist oder weil man eine Sidebar, die zuvor geöffnet ist, schließt, die dementsprechend einfach im DOM nicht mehr erscheinen muss. Und die Funktionen selbst will ich euch nur ganz kurz vorstellen. Wir werden auch gleich zwei davon implementieren. Es gibt eben beim Laden der Komponente die Funktion ComponentDidMount. ComponentDidMount ist die Funktion, die nach dem initialen Render der Komponente aufgerufen wird. Und es ist die Funktion, die wir jetzt auch gleich brauchen, um unser Intervall zu setzen. An dieser Stelle kurz der Hinweis, ihr seht hier durchgestrichene Methoden. Das sind Lifecycles, die es aktuell noch gibt,
die aber mittlerweile deprecated sind und die nicht mehr verwendet werden sollten. Dementsprechend werde ich hier auch nicht näher auf sie eingehen, da sie ohnehin bald keine Rolle mehr spielen. Solltet ihr sie trotzdem verwenden wollen, müsst ihr hier jeweils ein unsafe vorne dran schreiben. Aber wie gesagt, da sie für mich keine Rolle mehr spielen und da sie bald aus React gelöscht werden, gehe ich hier nicht näher drauf ein. Beim Update gibt es ebenfalls zwei Lifecycle-Methoden, und zwar die Should-Component-Update. Das ist eine Funktion, mit der wir tatsächlich steuern können, ob Render aufgerufen werden soll oder nicht. Wenn wir nämlich in Should-Component-Update ein False zurückgeben, ein Boolean False, verhindert das Rerendern der Komponente. Und das kann ganz hilfreich sein, wenn wir State in unserer Komponente haben, der vielleicht an der UI oder im HTML zu keiner Veränderung führt, der vielleicht nur für einen internen Aufruf oder für irgendetwas Internes gedacht ist. Und um hier Performance zu sparen oder einen unnötigen Render-Cycle anzutriggern, können wir eben mit React steuern, soll abgedatet werden oder nicht. Die zweite Funktion, Component-Did-Update, gibt auch der Name schon her, ist ähnlich wie Component-Did-Mount, wird einfach nach dem Rendern, welches durch ein Set-State getriggert wurde, aufgerufen und erlaubt uns so gewisse Nacharbeiten. Und Component will unmount, habe ich gerade eben schon erklärt. Das ist eine Funktion, die aufgerufen wird, kurz bevor die React-Komponente aus dem DOM entfernt wird. Hier gibt es keine Funktion, die danach aufgerufen wird, denn ist die React-Komponente aus dem DOM weg, ist auch das JavaScript-Objekt wird weg. Dementsprechend macht hier eine Danach-Funktion keinen Sinn. Nochmal vielleicht die Use Cases von React Lifecycles ein bisschen mehr verdeutlicht, dass ihr da eine bessere Vorstellung bekommt. Use Cases sind eben, dass wir Fehler durch Updates und Interaktionen mit nicht existenten Komponenten, und hier meinte ich mit nicht gerenderten Komponenten, zu vermeiden. Also beispielsweise, wenn wir einen API-Call machen, der Inhalte in unserer React-Component nachlädt. Und da haben wir dasselbe Problem wie vorher mit den Images. Wenn dieser API-Call bereits im Konstruktor abgesetzt wird, bevor die Komponente überhaupt gerendert wurde, kann das zu komischen Effekten führen. Dementsprechend soll man API-Calls erst dann absetzen, wenn die Komponente tatsächlich im DOM gerendert wurde. Ein noch offensichtlicheres Beispiel ist, wenn unsere Komponente tatsächlich direkte Interaktion mit dem DOM vornimmt. Das heißt, wenn wir warum auch immer doch nicht den React-Weg zur Manipulation von DOM nutzen, sondern direkt die Komponente anpassen wollen, dann geht das natürlich auch erst, wenn diese gerendert wurde. Und der Aufruf von SetState ganz allgemein sollte erst dann geschehen, wenn die Komponente gerendert wurde. Ein Use Case oder Use Cases für die Update-Lifecycle-Methoden sind beispielsweise Listener oder sonstige abhängige Systemkomponenten, die nach einem Update irgendwie über das Update informiert werden sollen. Da lasse ich euch an eurer Fantasie freien Lauf, was das sein könnte. Der dritte Use Case sind eben Aufräumarbeiten und die dienen zum Beispiel zur Verhinderung von Memory Leaks und das vor allem, und das lernen wir nachher kennen, ist zum Timeouts und Intervalle entfernen. Wie wir vorher gesehen haben, starten wir in unserer Komponente ein Intervall. Wenn unsere Komponente jetzt aus irgendeinem Grund vom DOM entfernt wird, wird nicht automatisch das Intervall entfernt. Das heißt, das Intervall würde weiter alle 3 Sekunden this set state aufrufen, dort dann wahrscheinlich in einen Fehler laufen, weil die Komponente nicht mehr existiert, und aber dann alle 3 Sekunden einen Fehler schmeißen und weiterlaufen. Und das wollen wir nicht, denn das kann zu Memory Leaks führen. Je nachdem, wie aufwendig die Funktion im Intervall ist, kann das sich durchaus bemerkbar machen. Oder man stelle sich vor, die Komponente ist 1000-mal im Bildschirm gerendert, zum Beispiel in einer Tabelle. Jede einzelne Zeile ist eine Komponente mit einem Intervall. Und wenn das entfernt wird, haben wir 1000 Intervalle, die beständig Speicher in unserem Browser brauchen. Das ist unschön. Man kann aber auch beispielsweise API-Calls, die abgesetzt wurden, aber jetzt keine Rolle mehr spielen, weil die Komponente nicht mehr gerendert werden muss, die kann man abbrechen. Oder auch Sockets, wenn man sonstige Verbindungen zu irgendwelchen Servern hat, kann man in der Component will unmount, Komponente aufräumen, Verbindungen sicher beenden, um so einfach sauber zu bleiben. Auch das jetzt im praktischen Beispiel. Gehen wir hier nochmal zurück. Wir wollen nun also dieses Set-Intervall erst dann starten, wenn die Komponente gemountet wurde. Und dementsprechend gibt es hier die Component-Did-Mount-Funktion, die uns Visual Studio hier schon zur Vervollständigung anbietet.
Die Veränderung ist ganz leicht. Wir nehmen einfach dieses Set-Intervall und fügen es in dieser Funktion hinzu. Das Ganze gespeichert. Sehen wir, dass unsere Applikation nach wie vor wunderbar funktioniert. Jetzt möchten wir das Intervall auch abräumen, wenn die React-Komponente gegebenenfalls irgendwann vom Screen verschwindet. Dazu nehmen wir die Component will unmount Funktion. Und hier müssen wir nur einen kleinen Trick anwenden. SetIntervall gibt uns die ID des Intervalls zurück. Das ist eine einmalige ID, die für dieses Intervall steht. Und diese ID können wir mit einer globalen Funktion clearIntervall dann entsprechend nutzen, um das Intervall zu stoppen. Das heißt, wir müssen die ID von hier oben nach da unten übergeben. Wir nutzen dazu einfach eine eigene Klassenvariable. Wir sagen einfach this.intervallID ist gleich setInterval. Und das nutzen wir, um das Intervall wieder aufzuräumen. Da wir nun keine wirkliche Methode haben, um die Komponente zu unmounten, müssen wir uns das kurz programmieren. Und damit wir sehen, dass tatsächlich was passiert, füge ich hier erstmal noch schnell ein Console-Log-Statement ein. Und wir gehen in unsere App, wo wir ja den Image-Changer hier an dieser Stelle rendern. Und ich greife jetzt ein wenig den nächsten Episoden vor, aber einfach um euch zu verdeutlichen, dass dieses will_unmount tatsächlich funktioniert. Schreiben wir auch hier uns kurz einen Konstruktor, props. Wir machen ein state show image changer ist true. Wir werden unserer Render-Funktion nun den Image-Changer nur anzeigen, wenn this.state.showImageChanger, muss das tatsächlich heißen, true ist. Und ansonsten geben wir hier stopped zurück. Müssen wir wieder die ComponentBitMount-Funktion, um entsprechend einen kleinen Timeout zu setzen. Und jetzt sagen wir, dass wir die Komponente nach 3 Sekunden entfernen wollen. Wir haben aktuell eine Sekunde als Image, eine Sekunde zum Wechseln der Bilder. Das heißt, wir sollten alle 3 Bilder sehen, bevor wir die Komponente entfernen. Und wir sagen dann über this set state Show Image Changer false. Das hier ist ein wunderbares Beispiel, wo man setState mit dem Objektparameter aufrufen kann. Da ich ja hier nicht mehr auf thisState zugreife, sondern statisch Show Image Changer auf false setze, ist an dieser Stelle eben der Aufruf mit Objektparameter völlig okay. Und ich hoffe nun, dass das alles funktioniert. Wir sehen schon, hier wird schon stopped angezeigt. Wir laden die Seite neu. Es wird eben 3-mal gerendert und dann stopped. Um euch zu zeigen, dass das Intervall nicht weiterläuft, dann machen wir das Ganze von vorne. Hier das Console-Log-Statement. Test, Test, Test. Jetzt wurde es beendet, womit bewiesen ist, dass das Intervall auch gestoppt wurde und nicht weiterläuft. Entsprechend noch das Gegenbeispiel. Wenn wir dieses Statement hier nicht ausführen, Entschuldigung, das ist das Falsche. Wenn wir das Clear-Intervall nicht ausführen, dann wird hier weiter Test laufen. Auch das schauen wir uns an. Und wir sehen, jetzt schmeißt er uns eben jede Sekunde einen Fehler und führt das Intervall weiter aus. Das ist jetzt tatsächlich ein Memory Leak, denn wir haben keine Möglichkeit mehr in unserer Applikation auf dieses Intervall zuzugreifen und es zu löschen. Also immer schön Intervalle aufräumen. Ich entferne diesen Code nun wieder, weil es jetzt eben nur zum Zeigen des Ganzen war. Ich möchte aber noch eine letzte Sache an dieser Stelle als Aufräumarbeit machen, denn was hier noch unschön ist, ist, dass die Bilder tatsächlich fix in der Komponente stehen, die verändert werden soll. Viel schöner wäre es doch, wenn die Komponente unabhängig von den Bildern läuft und diese als Parameter übergibt, und dazu nutzen wir dann entsprechend Props.
Darüber zeige ich euch jetzt auch einfach das Zusammenspiel zwischen Props und State noch einmal. Das heißt, wir kopieren uns diese Bilder aus dem Image Changer eine Komponente nach oben in die App. Und wir übergeben die Images einfach hier als Props Images gleich Images. Dann können wir sie entsprechend in unserem Image Changer über this.props auslesen und müssen das jetzt nur überall an den Stellen tun, wo wir es verwenden. Das ist einmal, fangen wir vielleicht mit der Render-Funktion an, über this.props.images. Jetzt nimmt er eben nicht mehr die Bilder aus dem Array hier oben, sondern er nimmt die Bilder, die wir ihm übergeben haben. Und an dieser Stelle in der setState-Funktion übergeben wir die Bilder ja auch nochmal eben zum Auslesen der Länge. Und hier haben wir das Props-Argument. Ich zeige euch auch, ob das funktioniert. Da brauchen wir dann eben nicht this props nutzen, sondern Props, was uns hier die Funktion übergibt. Das ist der garantiert richtige Wert. Dementsprechend wird Images hier jetzt nicht wiederverwendet. Wir können es löschen. Wenn wir das Ganze speichern und zurück auf unsere Seite gehen, sehen wir, dass unsere Applikation nach wie vor funktioniert. Was wir nun noch zu guter Letzt als kleine Schönheitskorrektur machen können, ist vielleicht auch von außen das Intervall mitzugeben, sodass wir nicht nur die anzuzeigenden Bilder von außen konfigurieren können, sondern auch das Intervall. Geben wir einfach einen weiteren Wert, Intervall, an dieser Stelle, dann gehen wir zurück auf 3 Sekunden, denn eine war dann doch etwas langsam. Und können dann hier sagen, this props Intervall. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal speichern, dann sehen wir, dass wieder in aller Ruhe alle 3 Sekunden der State angepasst wird. Und so haben wir unseren Image Changer jetzt auch noch wiederverwendbar gemacht. Und wir zeigen so ein wenig das Zusammenspiel zwischen Props und State. Props sind eben für das initiale Setzen oder für Konfigurationen alles, was sich innerhalb der Komponente nicht mehr verändert. Denn die Images bleiben immer gleich und auch das Intervall bleibt ja innerhalb der Komponente immer gleich. Und alles, was sich innerhalb der Komponente verändern soll, zur Laufzeit verändern soll, wird eben über this State gemanagt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Nochmal kurzes Review, was haben wir gemacht? Wir haben React State zur dynamischen Veränderung einer Website eingesetzt und haben hier ein wunderbares Image Changer Komponente für hergenommen, die eben Bilder austauscht. Und wir haben die React Lifecycles kennengelernt, die uns eine genauere Steuerung einer Komponente oder einer React Component ermöglichen. Ich habe es eingangs schon angesprochen, in der nächsten Folge wird es nochmal um React State gehen. Wir werden uns aber eher mit theoretischen Konzepten und auch gewissen Stolperfallen mit State auseinandersetzen. Das wird sein State Full versus State Less Komponenten, denn State hat immer so seine Probleme. Es ist nicht umsonst gängiges Pattern, dass man, wenn ein System oder auch ein Computer oder sonst irgendwas nicht funktioniert, dass man ihn ein- und wieder ausschaltet. Warum funktioniert das so oft? Nun, weil sich der Computer in solchen Fällen meistens in einen Zustand manövriert hat, in dem irgendein unzulässiger, nicht erwarteter State vorherrscht. Und daran merken wir schon, State hat so gewisse Tücken, denen man sich einfach bewusst sein sollte. Und das will ich in der nächsten Folge dann nochmal explizit thematisieren. Ebenso wollen wir uns mit State Uplifting auseinandersetzen. Das dient dazu, wenn wir denselben State in mehreren Komponenten wiederverwenden wollen. Wir denken an ein E-Mail-Programm, wo wir sowohl die E-Mail in der Hauptanzeige als auch in einer Liste und vielleicht noch oben eine kleine Nachricht angezeigt werden wollen, wenn eine neue E-Mail beispielsweise eingegangen ist. Und damit es nicht ganz so theoretisch und trocken wird, will ich das nächste Mal auch schon damit anfangen, Events zu verarbeiten. Sprich, User-Events dazu nutzen, den State zu verändern. Also beispielsweise ein User klickt auf einen Button und durch diesen Klick fährt eine Sidebar aus oder es passiert irgendwas. Das ist ja auch ein zentrales Thema einer jeden Applikation. Wir müssen ja die Interaktion erlauben und das tun wir über Events. Dann bleibt mir jetzt erstmal nichts weiter übrig, als mich zu bedanken. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen und ihr konntet viel für euch lernen. Feedback könnt ihr mir natürlich jederzeit
gerne über die gängigen Kanäle E-Mail, Twitter oder GitHub zukommen lassen. Und ich freue mich auf euch an dieser Stelle in der nächsten Folge. Macht's gut!